Wir haben eine neue Banlist. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir die vor YCS Dortmund bekommen. Denn die Liste ist legal zu YCS Dortmund. Ich habe schon ein paar Spoiler bekommen, denn die Liste ist schon eine Weile draußen. Und ihr kennt es ja, ihr kriegt ein paar Nachrichten. Wenn ihr nicht mehr Banlist rechnet, dann kriegt ihr ein paar Spoiler. Also zwei Spoiler habe ich, weil einer mich ein bisschen betrifft und einer, ich glaube, alle betrifft. Deswegen gehen wir da mal ganz kurz rein. Gehen wir mal in die Liste und gucken mal, was genau Konami sich bei dieser Liste gedacht hat. Effektiv ist die vom 25. September. Das ist ab übernächste Woche Montag. Das ist also noch eine ganze Weile, also relativ früh kamen die Bandes. Hätte ich nicht mehr gerechnet, dass die schon jetzt angekündigt haben, für das was passiert. Aber ist halt gut für die YCS, die halt passiert jetzt dann in Dortmund, dass wir das schon mal wissen. Denn das wird auf jeden Fall das Meta ganz schön verändern. Kann ich euch mal sagen. Ich werde übrigens eine Tierlist machen für das Meta nach der Banlist. Das kommt dann Sonntag oder Montag, je nachdem, wann ich es schaffe. Denn das wird einige Sachen verändern. Zumindest sind sie eine Karte, die ich gehört habe. Den Rest werde ich jetzt hier angucken. Also, gehen wir mal los. Ich weiß, dass wir keine normalen Monster verbannt haben. Also keine Monster. Ne, wir hätten hier Lokai sehen können. Ist jetzt nicht drauf. Aber sei es drum. Also Monster weiß ich, da ist nichts drauf. Und beim Rest bin ich jetzt blind. Also eine Karte kenne ich ja schon. Und eine Karte, die zurückgekommen ist, kenne ich auch schon. Und die Karte, die ich schon kenne, hier ist nichts dabei. Überraschend irgendwie. Hier ist auch nichts dabei. Okay. Das hier. Das war mir schon klar. Das habe ich schon gesehen. Und das ist Kashira Arisard, ist verboten. Wir sind endlich frei von Kashira Arisard. Das macht so viele Büchsen der Pandora auf, das glaubt ihr gar nicht. Denn wir sehen hier bei dem Link-Ding, da ist nicht viel passiert, aber vor allem bei dem Synchro-Ding ist nichts passiert. Und es gibt eine Karte des King Calamities und der Crimson Dragon und Manadium wird deutlich besser, wenn wir Kashira nicht mehr so krass im Format haben. Kashira wird immer noch ein gutes Deck sein. Aber das Endboard mit dem Arisard haben wir dann nicht mehr und dann können wir halt King Calamities machen und zwar links, rechts, oben, unten, wie wir es wollen. Aber ich glaube, dass Kashira Arisard auf jeden Fall ein richtig guter Head ist, haben glaube ich alle gecallt. Ich bin mal gespannt, ob die noch ein paar andere dieser Problemkarten gehittet haben, das waren ja vor allem Trap-Karten wie jetzt Antispell oder Eradicator. Würde mich mal interessieren, ob da auch was passiert ist. Also das war zumindest das Einzige, was verboten ist. Bei Spells nichts passiert. Kann man so machen. Und bei Traps ist auch nichts passiert. Das überrascht mich echt ein bisschen. Ich hätte echt gedacht, dass sie wirklich den Eradicator rausnehmen. Das macht Labyrinth auf jeden Fall zu einem Deck, was gar nicht so verkehrt ist. Und du kannst Eradicator, glaube ich, auch in Unchained spielen. Als Side-Deck-Karte. Glaube ich zumindest, aber da werde ich ja bei der Tierlist ein bisschen genauer drauf eingehen. Das ist spannend, es gab nur eine Karte, die quasi verboten wurde, das ist Arisard. Das ist überraschend, aber verständlich, weil das war wirklich die Karte, die auch gehen musste. Alles andere ist an sich, okay, ich habe ja schon mal gesagt, das Format selber war jetzt nicht so krass schlimm. Es gab so ein paar Karten, die wir adressieren könnten. Arisard war die einzige Karte, wo ich wirklich sagte, die muss halt wirklich gehen. Und King Calamities, aber ich habe mir schon fast gedacht, dass Konami da nichts tun wird, aber das ist ein anderes Thema. Dann Limited. Oh, Magna Mut ist auf 1. Das heißt, die hitten auch direkt Dragon Link, damit es nicht direkt das beste Deck wird. Das ist an sich cool. Das macht allerdings auch Tier Elements wieder ein bisschen mehr viable. Ich weiß nicht, wie viable Tier Elements grundsätzlich ist, denn das ist halt schon ein bisschen Gamble. Aber wenn halt Kashira nicht mehr im Format ist, könnte das wieder ein bisschen zurückkommen und dann den Magna Mut auf 1 zu haben. Ist halt ein bisschen schade, aber Magna Mut, sind wir mal ehrlich, ist eine gute Karte und auf 1 ist die auch immer noch ziemlich gut. Das haben wir noch so als Limited. Das war's bei den Monstern, also nichts anderes passiert. Spannend. Nix bei den Synchros, nix bei den Xyz und bei den Spells. Oh, die gehen wirklich auf, ja, auf Dragon Link los, ne? Also Chaos Space auch auf 1. Also ich glaube, wenn das so weitergeht, können Dragon Link bald Highlander spielen. Ich spiele die besten Karten einfach auf 1 und dann haben die ein gutes Deck. Ja, kann man so machen. Chaos Space auf jeden Fall eine gute Karte. Die auf 1 zu sehen, ich finde diesen Hit für Consistency-Karten kann man so machen. Aber ich würde mich jetzt, also es wäre jetzt echt komisch, wenn jetzt nicht Prosperity drauf ist. Weil wenn der Chaos Space hier drauf ist, fände ich Prosperity, gehört dann mindestens auch drauf.
Nee, nicht. Und auch keine andere Fallenkarte limitiert. Ich hätte gerade vielleicht limitieren sogar den Raidicator, war jetzt gerade die Überlegung. Also, Chaos Space ist zu stark, aber Prosperity ist fein. Ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Ich finde es pauschal erstmal nicht schlimm, denn Prosperity haben wir schon lange im Game. Und Chaos Space jetzt auch, ne? Dragonlink ein bisschen zu hitten, dass es jetzt nicht so krass überrennt. Ich glaube, dass Dragonlink trotzdem noch ein sehr, sehr starkes Deck ist. Wahrscheinlich sogar eines der besten Decks im Format. Wir haben einen neuen Contender mit Unchained im Format, was ja auch ein paar YCS gewonnen hat. Und Dragonlink wird auf jeden Fall da ein Wörtchen mitzureden haben. Ja, aber krass. Das heißt, Semi-Limited gibt es wahrscheinlich keine Karten mehr, ne? Sind ja eh noch ein paar Karten drauf. Lightning Storm ist immer noch drauf. Und Engage ist auch noch auf 2. Und Fountain ist auch noch auf 2. Und Desire ist auch noch. Also, das ist doch alles irgendwie witzig. Das ist doch, kannst du keinem erzählen. Und zurückgekommen, eine Karte kenne ich ja schon. Ja, und die andere Karte war Herald of the Orange Light. Okay. Dass die jetzt zurück auf 3 geht, ja, mein Gott. Aber das hier, das freut mich persönlich, ne? Salamangreat Gazelle. Denn damit ist Salamangreat endlich wieder Full Power spielbar. Mit dem neuen Support. Ich finde es halt komisch, dass sie jetzt Gazelle zurückgebracht haben und nicht als der neue Support gekommen ist, denn dann wäre der neue Support auf jeden Fall deutlich besser angekommen wahrscheinlich. Kommt für mich ein bisschen spät irgendwie, ich verstehe es nicht. Es ist aber cool, dass wir Salamangreat wieder Full Power spielen können und das werde ich definitiv ausprobieren. Ich werde es nicht auf der YCS spielen, denn dafür ist Salamangreat nicht gut genug. Aber dadurch, dass wir Arise halt nicht mehr im Format haben, ist Salamangreat auf jeden Fall ein deutlich besseres Deck, weil wir ja mit dem Deck viel über den Friedhof machen und wir das logischerweise dann mit Arise halt nicht machen konnten. Jetzt haben wir wieder die Möglichkeit dazu. Ich denke mal, dass viele auch Richtung Fluman Reese gehen werden, weil das Deck jetzt halt super cheap ist. Auch wenn das natürlich nicht krass ist, aber dadurch, dass Shifter im Fluman Reese die einzige Karte ist, die du da spielen kannst. Und klar, Kashira kannst du die auch immer noch spielen, aber das macht jetzt nicht gut. Ja, was sage ich zu der Banlist? Also ich muss sagen, die war natürlich sehr minimalistisch. Aber ich glaube, dass Konami auch hier gesehen hat, dass so ein kleiner Shift im Meta passiert. Ne? Denn viele haben jetzt die ganzen Chimera-Karten gespielt. Da ist der Rise halt so eine Karte. Ja, die hat halt genervt, aber die war jetzt da nicht super relevant. Und wir haben viele, die jetzt auch Enchained gemacht haben. Viele Rescue Ace. Dann also ein paar andere Decks, die halt auch gekommen sind, weil die Leute einfach keinen Bock mehr auf Kashira hatten. Und Kashira war definitiv das beste Deck im letzten Format. Auch wenn das halt Enchained anders gesehen hat. Aber ich war der Meinung, dass Kashira wirklich auch im letzten Format das beste Deck gewesen ist. Jetzt glaube ich wirklich, dass Enchained ein guter Call ist, dass das wirklich eins der besten Decks ist, weil das hat wirklich ja gar nichts abbekommen. Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt wieder Droll spielen müssen, weil Manadium jetzt ein bisschen mehr gespielt wird. Das wird auf jeden Fall einiges verändern. Ich werde euch ein bisschen mehr dazu erzählen, wenn ich über das Meta an sich rede. Ich habe nämlich Anfang des Monats extra keine T-List gemacht, weil ich nicht jetzt mit einer Banlist gerechnet habe, sondern, weiß nicht, eine Woche oder so. Deswegen wollte ich jetzt nicht die Tierlist machen und dann die nochmal machen. Aber ich würde auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage nochmal eine Tierlist machen für diesen Monat und vor allem für die YCS. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich sehr interessiert, weil ich werde auf der YCS in Dortmund, so wie es aussieht, wahrscheinlich sogar teilnehmen. Das heißt, wenn ihr in Dortmund seid, ich werde auf jeden Fall auch da sein. Ob ich mitspielen werde, weiß ich noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall da sein. Also wenn ihr mit mir quatschen wollt, kommt vorbei, ich bin auf jeden Fall da. Und ist für mich halt nicht weit weg. Und ich komme mit ein paar Kollegen, die sich bei mir hier zu Hause niederlassen. Wir fahren mal zusammen dahin. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, man hätte so viel machen können. Und ja, hätte man und sollte man vielleicht auch. Ich bin aber für einen Approach hier, dass man halt so ein paar Karten, die wirklich problematisch waren, rausgenommen hat, eigentlich zufrieden. Was sagt ihr zu der Bandlist? Hättet ihr gern alle Decks zerstört gehabt? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.